Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem weiteren spannenden Ligarennen hier aus der AOR Saison 20 auf dem PC auf meinem Kanal. Heute geht es zu einem weiteren Ligarennen und zwar dem großen Preis von Russland. Der letzte große Preis hier in der AOR Saison 20 ohne Fahrhilfen, das war der große Preis von Singapur und das war ein richtig spannendes und intensives Rennen. Das habe ich euch jetzt nochmal oben rechts in der Infokarte verlinkt und ich sage nicht einfach nur so, dass es ein spannendes und sehenswertes Rennen gewesen ist. Nein, das zeigen natürlich auch wieder mal eure Bewertungen. Knapp 900 Daumen nach oben, ich glaube, das spricht für sich. Dazu brauche ich nicht weiter viel was groß zu sagen, außer dass es einfach nur episch ist. Vielen, vielen Dank für euren grandiosen Support, insbesondere in letzter Zeit auf meine Ligarennen speziell. Es freut mich wirklich mega, dass meine Videos euch so sehr gefallen und dass ihr meine Arbeit auch hier auf YouTube so wertschätzt. Das ist einfach nur ein unglaubliches Privileg und dazu kann man einfach nicht oft genug Danke sagen. Und ich finde es auch richtig geil, dass die Community scheinbar immer weiter wächst, denn letztes Mal nach dem Ligarennen ganze 68 neue Zuschauer, die ich hier und heute auch recht herzlich begrüßen möchte. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Durch mein letztes Ligarennen beim Großen Preis von Singapur konnte ich leider noch nicht einige tausend Zuschauer dazu mobilisieren, auf den Abonnieren-Button zu klicken, was natürlich schade ist, aber ich versuche es natürlich jedes Mal erneut und vielleicht ist ja heute der ein oder andere von euch dabei, der noch nicht abonniert haben sollte und dies vielleicht jetzt gerade nachholen möchte. Falls diese Person möglicherweise ein stiller Zuschauer ist, der alle Videos guckt, aber einfach vergessen hat zu abonnieren oder es irgendwie noch nicht getan hat oder keine Ahnung, einfach nicht dran gedacht hat. Es kann alles möglich sein. Ich habe schon die verrücktesten Sachen gelesen. Also, holt ein Abo nach, falls ihr es nicht getan haben solltet. Ihr werdet es ganz sicher nicht bereuen. So, und bevor ich jetzt komplett in die Kommentatorenkabine hier zum großen Preis von Russland hinabgleite, möchte ich mich nochmal besonders bedanken bei den Kollegen GML Killer, Mike Steinbach, Finn, Dorian Kaiser, Lukas Brandt LBR, Gianluca und Jan DSR. All diese genannten Personen sind neuerdings Kanalmitgliedsstufe 1 und unterstützen diesen Kanal monatlich somit mit ganzen 99 Cent. Und außerdem geht ein großes Dankeschön raus an den Stresser 1893X, der nicht nur 99 Cent, sondern sogar 1,99 Euro monatlich auf der hohen Kante hat und damit diesen Kanal hier unterstützt. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Alle Kanalmitglieder könnt ihr in den Kommentaren neben dem Usernamen durch ein kleines Feel Racing Logo erkennen, was sich im Laufe der Zeit immer weiter upgradet. Und außerdem habe ich in der Videobeschreibung eine kleine Sektion hinzugefügt, wo ich alle diese Kanalmitglieder nochmal namentlich aufführe, sodass ihr ganz genau sehen könnt, wer hier Kanalmitglied ist. Gut, und damit gleiten wir hinab in die Kommentatorenkabine, oder besser gesagt, ich gleite hinab in die Kommentatorenkabine, wie ich es eben schon angeteasert habe, hier zum großen Preis von Russland. Und wie wir gerade sehen können, wir sind mittendrin im Qualifying. Und wir haben jetzt schon wieder zwei ungültige Rundenzeiten hier im Qualifying gesehen. Aha, das ist okay. ja so der Klassiker, kann man eigentlich sagen. Also es gab, glaube ich, bisher noch keine Qualifying-Session, wo ich nicht mindestens eine ungültige Runde gehabt habe. Tendenziell sind es immer eher zwei. Aber jetzt hier gegen Ende des Qualifyings war ich dann nochmal in der Lage, eine gültige Runde zu fahren, und zwar eine 1.30.7, die ja solide ist, aber da ist auf jeden Fall noch Luft drin. Ja, ich habe natürlich gemerkt, okay, ich muss jetzt hier mal eine Runde setzen und die habe ich dann natürlich ein bisschen vorsichtiger angegangen. Und die Problemzonen, da wo man gerne mal cutten kann, die habe ich dann ja ein bisschen vorsichtiger genommen. Und deswegen ist das jetzt hier die alles entscheidende Runde, die dann nochmal eine Schippe draufsetzen soll auf diese 1.30.7, die ja wirklich schon eine ordentliche Banker-Lap gewesen ist, wie wir gerade sehen können. P5 momentan auf der linken Seite, aber das ist noch nicht genug. Ich wusste, hier ist noch viel Zeit drin und das ist die Kurve, da wo ich jetzt schon ziemlich häufig die Runde versäbelt habe, aber hier passt es ausnahmsweise mal ganz gut und auch hier die Linkskurve relativ okay, kann man vielleicht noch einen Ticken schneller nehmen. Jetzt hier diese Kurve auch ziemlich schwer, Körper auf der rechten Seite geklippt, weit raustragen lassen und wir sehen 4,3 Zehntelsekunden positives Delta. Wenn wir die Runde zu Ende fahren, dann sind wir in den tiefen 30ern und das war so meine Zielzeit. Das wäre eine richtig gute Rundzeit. Hier für den großen Preis von Russland. Lila unterlegte Zeit im Mittelsektor. Hier leichtes stehendes Vorderrad auf der rechten Seite in die harte Bremszone hinein. Vierter Gang, ganz vorsichtig mit dem Gaspedal. Weit ausholen hier auf der rechten Seite. Dritter Gang, bloß nicht in den zweiten Gang schalten. Dann wird das Auto extrem instabil. Gerade sehen können, ein bisschen Verhalten hier durch diese komische Passage. Der Maxam mit einer 29,7. Wir fahren hier über die letzte Kurvenpassage rüber und es ist die 1.30.1. Ah, 30.1, yes. Gute Runde, Mann. Gute Runde. Tja, und ihr seht, die Freude an dieser Runde, die war durchaus... Ja, 9.27, das ist natürlich frech. Das ist sehr frech. Ja, und ihr seht, die Freude nach dieser Runde, die war durchaus hoch, muss ich sagen, denn ich glaube, das ist so
fast das Maximum, was ich hier und heute hätte abrufen können. Vielleicht eine 30-0, aber 29-7 hätte ich hier und heute nie im Leben geschafft. So, und so gesehen haben wir wieder mal die üblichen Verdächtigen vorne mit dabei. Den AOR VMAX auf der Pole, der ja schon x Pole Position und x Rennsiege geholt hat. Dahinter der Patrick und wir starten von der dritten Position vor dem Rafa Martins und der Kevgenetics. Großer Preis von Russland ist jetzt freigegeben. Rennen geht los. Start ist nicht so ideal wie der von Patrick vorne rechts, wie wir gerade sehen können. Der Patrick kommt da schon richtig gut ran an den VMAX, bahnt sich hier ein Überholmanöver an und da sehen wir, Safety Car ist deployed. Und da schauen wir uns bei der Gelegenheit doch mal an, was da genau passiert ist. Onboard mit dem Spicy Lemon und da sehen wir es. Der Kollege fliegt komplett ernsthaft über die Strecke. Ich hab dich gesehen. Du bist einfach durch die Gegend geflogen. Scheiße. Ich weiß nicht, was das war. Tja, Ratlosigkeit beim Spicy Lemon. Okay. Scheiße, ey. Ja, ich glaube, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass es einfach eine klassische Startkaramoulage gewesen ist. Natürlich sehr unglücklich für den Spicy Lemon, der dieses Jahr noch kein einziges Mal ein DNF vorzuweisen hatte in einem Rennen, beziehungsweise diese Saison. Und das ist deswegen sein erstes DNF hier beim Großen Preis von Russland. Erinnert mich so ein bisschen an mich beim Großen Preis von Österreich. Mein Teamkollege aus Podium fährt. Oh, was ist das denn hier? Meine Güte. Trotzdem. Ja, und wie wir gerade sehen können, eigentlich wurden wir sogar vor dem VMAX rausgelassen, aber dann hat er uns quasi noch durchsichtig überholt und der Patrick, der war der Nutznießer der ganzen Aktion, beziehungsweise der hat am meisten profitiert, der hat nämlich nett einen Platz quasi gewonnen durch dieses ganze Kuddelmuddel hier in der Boxengasse und ist jetzt, ja, wenn man das Feld bereinigen würde, auf P1 und jetzt geht es los mit dem fliegenden Neustart und wir sehen, der Leader... Ja, macht die wieder ein ziemlich unübliches Bremsmanöver am Ende, kurz vor der letzten Kurve, was alle nochmal komplett eingebremst hat und deswegen hatte ich hier jetzt keinen guten Run auf den VMAX, wie wir gerade sehen können. Der VMAX ist da schon am Weaven, beziehungsweise wieder am Weaven, um die Reifen so ein bisschen aufzuwärmen. Fakt ist, dass die Reifennutzung hier in Russland relativ gering ist im Vergleich zu anderen Strecken und deswegen kann man jetzt theoretisch mit diesen harten Reifen von jetzt bis zum Ende komplett durchfahren. Nur das Problem, was sich jetzt zu diesem Zeitpunkt des Rennens darstellt, ist einfach, dass viele Fahrzeuge vor uns, wie wir gerade sehen können, der Patrick beißt sich da schon an einem der Fahrzeuge die Zähne aus. Viele Fahrzeuge vor uns haben ja noch nicht gepittet. Und da jetzt erstmal vorbeizukommen auf einer Strecke wie Russland, das ist nicht so easy, denn auch hier in Russland kannst du natürlich, ja, im Grunde genommen nur auf der Start- und Zielgeraden überholen und halt im Mittelsektor bei der DS-Zone. Aber wenn du hier in den kurvigen Sektion hinter einem langsamen Fahrzeug herfährst, dann machst du enorm viel Minus. Wie wir gerade sehen können, der VMAX hier mit einem schlechten Exit aus der Kurvenpassage, und dann nutzen wir doch direkt mal die Möglichkeit und gehen auf die rechte Seite, gehen den Red Bull-Piloten und gehen vorbei am VMAX auf die... siebte Position hinter dem Patrick, der jetzt gerade einen Angriff gegen den Exodium versucht, der seinerseits auf dem Medium-Reifen unterwegs ist, wie wir links sehen können. Und ja, wir haben jetzt eine Position gewonnen, Exodium hält dann auch gegen, aber der Patrick kann sich da durchsetzen. Und wie wir gerade sehen können, der VMAX hat einen besseren Exit, wir kommen da quer. VMAX ist auf der rechten Seite Rad an Rad in eine sehr, sehr schwierige Passage. Beide Fahrzeuge lassen sich hier genug Platz. Richtig nices Racing an dieser Stelle. Und der Rafa Martins sieht da die Möglichkeit und will rechts reinstechen, versucht es da. Versucht da natürlich mit allem, was ich habe, irgendwie gegenzuhalten. Hier zweiter Gang Außenseite der Kurve. Und hat dann hier glücklicherweise aus meiner Perspektive noch den besseren Exit, sodass ich da diese Position zumindest noch halten kann. Aber ja, dieses Duell gegen den VMAX, das war echt nice. Das hat er sehr gut gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Hat er nicht lang gefackelt, hat er sofort die Lücke bzw. die Möglichkeit gesehen nach meinem Quersteher und hat sich die Position auf faire Art und Weise wieder zurückgeholt. Ja, und deswegen ja, sind wir wieder auf der achten Position. Leider, leider. Ich hatte eigentlich schon insgeheim gehofft, dass ich jetzt hier vielleicht ein bisschen Druck ausüben könnte auf den Patrick, der seinerseits den Exodium jetzt schon überholt hat. Aber dem war zu diesem Zeitpunkt erstmal nicht so. So, wir sind in Runde 4 von 27. Oh, der VMAX hat sich zerstört. Und ihr habt es gerade gesehen, der VMAX macht da wirklich einen, ja, sehr blöden Fehler, kann man sagen, aus seiner Perspektive. Fährt da einen Ticken zu weit links rüber und nimmt da einfach mal mit dem Frontflügel die Wand mit. Und das ist natürlich extrem bitter aus seiner Perspektive, denn das wird sein Rennen enorm beeinflussen. Wie wir es gerade sehen können, direkt in den kurvigen Passagen super aufholen können. Und jetzt hier mit Overtake fett am Ende der Geraden auf die rechte Seite. Vielleicht können wir den VMAX jetzt hier schon ausbremsen. Das wäre wichtig, denn der Kollege wird jetzt massiv an Pace einbüßen müssen mit dieser Beschädigung an seinem Frontflügel. Wie wir gerade sehen können, ohne Probleme jetzt hier vorbeigekommen. Aber das ist wirklich so ein
Fehler, der mir auch schon mal passiert ist. Nicht mit dem Lenkrad, aber mit dem Controller durchaus. Auch hier an dieser Stelle links. Das ist in Russland ziemlich heimtückisch und es lädt einen förmlich dazu ein, viel von der Strecke mitzunehmen. Aber dann plötzlich kommt einfach die Wand und dann hast du ein großes Problem, wenn du dann deinen Flügel beschädigst. Und ja, wie wir gerade sehen können, der VMAX hat jetzt schon viel Zeit verloren, ist außerhalb des DRS-Fensters. Wir sind aber dran. Am Exodium fand jetzt hier gerade die persönlich schnellste Rennrunde, eine 1:36.5. Und jetzt wäre es wichtig, hier im Exodium vorbeizukommen, der jetzt sich jetzt hier aber auch nicht wirklich groß verteidigt auf der langen Geraden. Ist auch relativ schwierig, das hier zu praktizieren, denn ich meine, der DRS-Überschuss, der ist schon extrem enorm, kann man sagen. Und ja, so gesehen kommen wir jetzt auf die 6. Position, sind knapp 3 Sekunden hinter dem Patrick, der seinen Abstand relativ komfortabel hat ausbauen können. Und ja, da habe ich schon wieder so ein bisschen die Alarmglocken gesehen, denn ich habe mir so gedacht, ah, okay, das war eigentlich nicht das, was ich geplant hatte. Denn ich wollte eigentlich näher dranbleiben, um den Patrick so ein bisschen unter Druck zu setzen. Alter! Und wie wir gerade sehen können, das ist eine Verwarnung, die wirklich, wie die Engländer sagen würden, extrem clumsy gewesen ist. Ja, einfach schusselig. In der realen Formel 1 würde da kein Haar nachkrähen. Hier in dem Spiel ist das einfach brutal und du kriegst halt sofort eine Verwarnung, die extrem teuer sein kann gegen Ende des Rennens. Und so eine billige Verwarnung darfst du dir eigentlich nicht erlauben. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen zu diesem Zeitpunkt des Rennens. Aber gut, müssen wir schauen, was wir hier aus der Situation machen. Fakt ist, wir haben... Es ist so lächerlich. Jetzt schon 2 Verwarnungen und jetzt haben wir uns die 3. geholt. Und das ist eine 3-sekündige Zeitstrafe wert hier beim Großen Preis von Russland. Und ihr habt die Enttäuschung gesehen. Die war natürlich sehr, sehr groß. Denn das sind halt immer so Millimeter, Zentimeter Entscheidungen. Teilweise bringt es einem gar nichts, da irgendwie rüber zu fahren. Und trotzdem ist es halt dann eine 3-sekündige Zeitstrafe wert. Also ja, ich meine, das Thema um die Zeitstrafen, das haben wir schon oft genug betont. Ich meine, letztlich sitzt ja natürlich jeder im gleichen Boot. Von daher braucht man da nicht auch weiter groß drüber zu reden. Fakt ist, wir haben eine 3-sekündige Zeitstrafe und der direkte Kontrahent, der Patrick, zu diesem Zeitpunkt des Rennens nicht. Aber wir sind im Windschatten vom Nazirov, der immer noch auf relativ altem Gummi unterwegs ist, auf den Softreifen. Und die müssen zu diesem Zeitpunkt des Rennens ja doch schon ordentlich abgenudelt sein. Deswegen müssen wir jetzt hier schauen, ob wir hier vielleicht ein bisschen näher kommen. Was interessant zu sehen ist gleichzeitig auch, ist, dass der Patrick ein bisschen Boden verloren hat. Ja, wir sehen, der Abstand ist nicht mehr bei 3 Sekunden, sondern nur noch bei 1,8. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt des Rennens wirklich angenommen, dass der Patrick vielleicht sich auch irgendwie einen Flügelschaden oder irgendwas ähnliches zugezogen hatte. Denn normalerweise hätte der Patrick sicherlich seinen Vorsprung ausbauen können, was jetzt hier zu diesem Zeitpunkt des Rennens aber nicht der Fall gewesen ist. Und ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier am Nazirov vorbeikommen, der immer noch sich recht wacker hält auf der 2. Position mit seinem Alpha Tauri auf den Softreifen. Aber den Abstand zum Patrick immer mal links so im Auge behalten, denn der scheint irgendein größeres Problem zu haben, ja. Sei es ein Flügelschaden, sei es irgendwas anderes, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt hier einen guten Geschwindigkeitsüberschuss gegen den Nazirov, der jetzt hier auch schon ein flashendes Licht hat hinten, wenn ich das gerade richtig erkannt habe. Oder habe ich falsch geguckt? Nazirov! Hier mal kurz ein bisschen Aggression rausgelassen, okay, da der Nazirov sich leider immer noch davor halten kann. Und ja, ich habe natürlich gehofft, dass der Kollege jetzt langsam mal in die Boxengasse geht, denn das ist natürlich nicht gut, wenn du hier in der Dirty Air bist. Und ja, wir sehen, jetzt fährt der Kollege rechts rüber, deutet stark darauf hin, dass er jetzt halt seinen ersten und einzigen Boxstopp macht und wird natürlich dadurch weit, weit nach hinten durchgereicht. Aber wie wir gerade sehen können, der Patrick, der scheint mega am Struggeln zu sein, ja? Nicht so langsam, oder? Beziehungsweise wird er nicht so viel Zeit verlieren. Ah, nee, ich habe ihn gesehen, sein Licht hinten blinkt. Bedeutet, der hat ERS aufgebaut. Der hat schon alles verbraucht. Ja, hat er. Ja, und wie mein erzwungener Renningenieur, der Spicy Lemon und ich gerade festgestellt haben, hat der Patrick wohl sein ganzes ERS schon verbraucht, denn das Licht hinten ist am Blinken und das bedeutet, der Patrick hat versucht, seinen höchstwahrscheinlichen Flügelschaden, den er zu diesem Zeitpunkt des Rennens gehabt hat, zu kompensieren, indem er seinen ERS halt verbraten hat. Aber jetzt hat er keins mehr davon und wir haben immer noch 15 Runden Zeit, um uns den Gegner zurechtzulegen. Du solltest am besten das Geduldspiel spielen. Ja, ich habe aber eine Strafe, ich kann keine Geduld machen. Stimmt auch wieder. Muss attackieren. Stimmt, guck mal, ist mir schon wieder entfallen. Tja, wie ihr gerade gehört habt, es gibt theoretisch 2 Möglichkeiten, die man jetzt machen kann. Entweder man spielt das Geduldspiel oder man attackiert. Und wie wir gerade links an der Anzeige sehen können, ich kann hier kein Geduldspiel spielen, denn ich habe eine 3-sekündige Zeitstrafe und der Patrick zu dem Zeitpunkt des Rennens nicht. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wir müssen hier attackieren, wir müssen Druck ausüben, wir müssen vorbeikommen an dem Ferrari-Piloten und einen Gap
pullen in Höhe von mindestens 3 Sekunden, sofern wir uns keine weitere Zeitstrafe einheimsen. Das kann hier in Russland schnell mal passieren. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Deswegen müssen wir jetzt hier eigentlich innerhalb der nächsten Runden mal vorbeikommen. Denn, wie gesagt, man braucht den Abstand, man muss die Zeitstrafe versuchen irgendwie auszugleichen. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu bewerkstelligen. Ich kann ja auch zu ihm wechseln, allein. Über 20% hat er. So, jetzt sind wir mal nah dran am Patrick, hier am Anfang der langen DRS-Geraden, und jetzt geht das DRS auf und wir ziehen auf die rechte Seite, gehen ohne Probleme vorbei an dem Ferrari-Piloten, der hier natürlich kein ERS mehr hat und natürlich auch DRS mehr zur Verfügung hat, und wir verpassen hier komplett den Bremspunkt, und das gibt dem Patrick hier jetzt auf der rechten Seite nochmal zeitweilig die Möglichkeit, hier einen Konter zu setzen, aber wir haben genug ERS gespart und können das jetzt hier an der richtigen Stelle verbraten, sodass wir uns da vor dem Ferrari-Piloten halten können, und so gesehen haben wir den Move gemacht, der wichtig gewesen ist hier für dieses Rennen, um jetzt hier eine 3-sekündige Lücke herauszufahren, um diese Zeitstrafe halt auszugleichen. Fraglich ist, ob das funktionieren kann, das werden wir innerhalb der verbleibenden paar Minuten sehen. Und zunächst sind wir aber in Runde 13 von 27. Wir haben ja immer noch nicht mal die Hälfte des Rennens erreicht. Jetzt gerade vielleicht die Hälfte des Rennens erreicht. Wir haben immer noch 14 Runden vor uns. War einfach zu also, das ist noch ein ganzes Stückchen. Und wir springen mal zur Runde 18 von 27. Und wir sehen, der Abstand zum Patrick ist auf 4,6 Sekunden angewachsen. 4,7 Sekunden jetzt sogar. Also der Pace-Unterschied, der war dann doch schon enorm. Der Patrick hatte wirklich einen Flügelschaden, den er sich beim Überholen eines Hinterbänklers zugezogen hatte. Und das ist genau das, was ich zu Beginn des Rennens auch schon gesagt habe. Wenn du halt im Mittelsektor hinter diesen langsameren Fahrzeugen rumfährst, dann kann es super schnell mal passieren, dass du einfach den Abstand ein bisschen falsch einschätzt oder dass der Kollege einfach ein bisschen früher bremst als du selbst. Und dann ist dein Flügel einfach beschädigt. Und dann hast du riesige Probleme, wie wir gerade sehen können. Der Patrick verliert unglaublich viel Zeit. Wird jetzt hier vor Runde 20 von 27 sogar noch vom Rafa Martins überholt, der in der Zwischenzeit auf der zweiten Position ist. Und ja, das ist jetzt quasi unser Endgegner, denn den müssen wir jetzt in Schach halten. Aber wie wir gerade sehen können, 7,2 Sekunden. Wir konnten innerhalb der letzten paar Runden den Abstand etwas ausbauen zum Williams-Piloten. Und jetzt haben wir eine sehr, sehr komfortable Führung. Das Einzige, was wir jetzt theoretisch machen müssen, ist halt diesen Vorsprung verwalten und darauf achten, dass der Rafa Martins nicht innerhalb von 3 Sekunden rankommt, denn dann wäre es kritisch mit dieser 3-sekündigen Zeitstrafe, die ich mir zu Beginn des Rennens zugezogen habe. Der Rafa Martin zu diesem Zeitpunkt ist noch keine Strafe. Wir fahren jetzt aber hier die 35-3 und bauen damit unseren Vorsprung wiederum aus gegen den Rafa Martins, der jetzt aber wiederum überholt wurde vom Kev Genetics, der zwischenzeitlich inmitten des Rennens mal auf die Mediums gegangen ist und damit eine ganz andere Strategie gefahren ist. Nichtsdestotrotz hat der auch eine Strafe, genauso wie wir. Und so gesehen ist er jetzt faktisch 6 Sekunden hinter uns, und das innerhalb der letzten Runde aufzuholen, das ist nicht so easy, wenn nicht gar unmöglich. Wir holen uns jetzt aber nochmal eine nächste Verwarnung, das bedeutet, ich habe jetzt 5 Verwarnungen. Wenn ich jetzt in der letzten Runde nochmal eine Verwarnung hole, dann würde ich jetzt noch eine Strafe on top kriegen, aber selbst das würde dem Kev Genetics nicht mehr reichen, um hier ranzukommen, denn der Kollege hat ja auch eine Strafe. Und obwohl sich der Abstand jetzt gerade minimal verringert auf knapp unter 6 Sekunden, jetzt wieder über 6 Sekunden, ist immer so ein bisschen am Schwanken, je nachdem wie man halt die Kurve trifft, wird es am Ende nicht reichen für den Kev Genetics. Und wir müssen jetzt noch hier die halbe letzte Runde durchfahren, und wir sind momentan auf P1. Das wäre der erste Sieg hier in der AOR Saison 20 auf dem PC. Der erste Sieg, wo ich kein Ersatzfahrer in irgendeiner Liga gewesen bin. Aber dazu müssen wir noch den letzten Sektor ordentlich durchfahren. Wir sind in Runde 27 von 27. Wir haben einen richtig langen, großen Preis von Russland gesehen. Hier mal ein leichter Quersteher, leichten Puls gefühlt. Es geht in die Horrorkurve rein. Dritter Gang nochmal umsetzen. Vierter Gang Shortshift. Nicht zu weit rauskommen. Hier nicht in die Wand fahren. Und wir sind vor der letzten Kurvenpassage, vor dem ersten Sieg, den viele für unmöglich gehalten hatten. Hier in dieser ersten Saison der AOR. Der erste Sieg in der AOR Saison 20. Yes! Yes! Hier, Junge, hier! Der erste Sieg, Junge, der erste Sieg hier in der AOR, seitdem ich vom Wheel aus, nein, vom Pad aus Videos mitspiele. Oh, was für eine Erleichterung, was für eine Erleichterung. Hätte mir einer vor dem Rennen gesagt, jo, heute gewinnst du das Rennen, ich hätte dem gesagt, hier oben, was ist da los bei dir? Nee, also,
Und auch noch Fahrer des Tages, ja moin. Passt. Ja, eine unglaubliche Erleichterung, eine unglaubliche Freude, die da am Ende des Rennens zustande gekommen ist. Ich glaube, das hat man gesehen und ja, hat sich einfach richtig, richtig geil angefühlt, hier mal einen Sieg rauszufahren. Ich bin ganz ehrlich, ich habe selbst nicht mehr dran geglaubt in dieser Saison. Das ist ja immer noch, das darf man nicht vergessen, meine erste Saison, da wo ich mit dem Wheel antrete. Ja, vorher bin ich ja immer mit Controller gefahren. Und das sind ja alles keine schlechten Leute. Die fahren alle ohne Assist, genauso wie ich. Und haben wahrscheinlich auch schon jahrelange Racing-Erfahrung auf dem Puckel, genauso wie ich eigentlich. Und ja, von daher war ich mega happy darüber, dass das hier und heute endlich mal geklappt hat. Auf dem bemalten Parkplatz. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das hier in Russland passiert. Tja, und hier habe ich euch nochmal kurz die Tabelle, die Teamtabelle bzw. die Fahrer-Weltmeisterschaftstabelle eingefügt. Wir sind momentan auf der dritten Position, haben hier und heute natürlich einen großen Sprung nach vorne gemacht mit 25 WM-Zählern, also gute Punkte für das Konto. Und in der Teamrangliste sieht es auch sehr gut aus. Da ist Alpha momentan auf der dritten Position mit Option auf P2 im Verlaufe der weiteren Saison. Also das kann sich nochmal sehen lassen. Das wird nochmal richtig spannend. Und ja, ich denke, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, dass euch das heutige Video Spaß gemacht hat. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Falls dem so ist, lasst diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu sein solltet und ich euch vielleicht mit diesem Video überzeugt haben sollte, hier vielleicht ein Abo dazulassen, dann holt es doch jetzt gerne nach. Und damit danke ich mich an dieses fürs Zuschauen. Sage ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.